Monaco vertreten mit Olivier Jeunot. Ich weiß nicht, vielleicht wird Fürst Albert dieses Rennen genau verfolgen. Möglicherweise kommt er sogar nach St. Moritz während dieser Tage. Ist der Stammgast hier, vor allem als Bobfahrer, immer wieder aktiv gewesen. Das ist ein böser Sturz. Das ist dann die Grenze zur Überforderung, die überschritten wird. Auf den ersten Blick hat er Glück gehabt, aber es tut weh. Okay.